Hallo, ich bin's wieder, Metzgerman. Und ich habe wieder was Neues hier. Eine Haltestellenanzeige von Oltmann bzw. EEO. Die stammte von einem Verkehrsbetrieb. Und die wollten sie wohl wegwerfen, weil ein Chip drin kaputt ist. Was aber nicht weiter schlimm ist. Denn es war nur der serielle Chip. Und die Ansteuerung per Ethernet funktioniert nach wie vor. So, hier sieht man. Man hat hier auf beiden Seiten ein LED-Panel mit 96x64 Pixeln. Es ist orange und auch ziemlich hell. Hat man hier noch den Spannungswandler für die Hauptplatine hier. Hier die 230 Volt Versorgung, beziehungsweise der Spannungswandler für die LEDs. Da sieht man auch, da kommen dicke Kabel raus. Das zieht also auch gut Strom, das Ding. Ich mache das jetzt nicht auf, aber ich kann hier mal ein Bild einblenden. Da sind insgesamt, ich glaube, 16 FPGAs drin, die dieses ganze Panel steuern, beziehungsweise das Multiplex übernehmen. Und ja, man kann auch mit dem Programm vom Hersteller, beziehungsweise mit meiner eigenen Library einiges mit diesem Ding einstellen. Mal zur Demonstration hier ein ganz normaler Text oder ein Lauftext. Man muss auch dazu sagen, es gibt jedes dieser Dinge, ob es jetzt ein Lauftext ist oder ein normaler Text oder sonst was, ist ein Objekt und das Gerät unterstützt bis zu 100 Objekte gleichzeitig, die alle jeweils scrollen können, blinken können und sonst was. Auch zum Beispiel hier was vertikal scrollendes, was dann so hin und her hüpft, ist auch möglich. Oder einfach was blinkendes. Oder auch ein blinkender Lauftext. Und das Gerät ist auch vollgrafikfähig, also man kann hier auch beliebige Bitmaps senden. Und das mit den Bitmaps habe ich mir mal zunutze gemacht und ein kleines Skript geschrieben, was ein GIF auf dem Ding ausgibt. Wenn man das jetzt mal hier so macht, dann sieht man, das läuft auch relativ flüssig. Es ginge noch flüssiger, nur dann wäre es ein bisschen schnell. Das hält jetzt erstmal nicht auf, bis ich manuell auf Stopp drücke. So. Und auch nochmal zur Demonstration der Helligkeit. Man sieht das jetzt auf dem Video natürlich nicht so gut, weil die Kamera sich da entsprechend drauf einstellt. Aber das ist jetzt Helligkeitsstufe 8 von 127 in diesem Fall. Weil der Helligkeitssensor nicht funktioniert, geht das nur bis 127. Jetzt stelle ich mal auf volle Helligkeit. Ja, man sieht, es ist schon. Sieht man auch an der Umgebung hier auf meinem Bett. Es ist schon echt verdammt hell. Aber klar, die Anzeige ist natürlich auch für den Außenbereich. Das heißt, sie muss natürlich auch einigermaßen hell sein, damit man sie auch bei Tageslicht gut ablesen kann. Ja, ich denke, ich werde mit diesem Ding noch einiges an Spaß haben. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann werde ich dazu sicherlich auch noch ein Video machen. Bis dahin erstmal und danke fürs Zuschauen. Tschüss.